Und da wären wir wieder zu einer weiteren Folge Dungeon Nightmares mit mir, den Thomas und Player Gaddon. Yo, ich würde mal sagen, wir fangen wieder an. Start Night 4. Zwar haben wir in der... Run and never look back, yo. Das ist ein guter Tipp, den wir nie befolgen werden. Beziehungsweise den befolgen wir immer. Yo, in der letzten Folge haben wir... In der letzten Folge angegruselt, haben wir zwar SCP gestartet, aber ich muss sagen, mir hat das Spiel nicht so sehr gefallen. What the fuck? Wieso ändern sich schon die Farbe der Wände? Ich weiß es nicht. Wir werden einfach mal die Truhe aufmachen. So. Nice one. Ich dachte schon halt. Yo, SCP wird eventuell Donnerstag kommen. Mal sehen. Es kommt drauf an, ob wir in dieser Folge sterben oder nicht. Wir sollten mal auf die Map gucken. Wäre sinnvoll, wenn wir dies tun. Die Farbe der Wände hat sich ab der vierten Nacht geändert, was die Bestätigung bringt, dass die vierte Nacht total schrecklich wird. Aber ist mir eigentlich relativ egal. Leider wird der Effekt des Erschreckens nicht so groß sein, glaube ich zumindest. Da ich das jetzt am Tag spiele, ich kann nichts dafür, denn gestern... Oh, zwei Kerzen. Geil, geil. Ich kann nichts dafür, denn gestern Abend habe ich versucht, mein eigenes Intro zu machen. Leider hat das nicht so funktioniert, wie ich es wollte. Und Cinema 4D hat 4 Stunden gerendert und was kam raus? 300 Bilder, aber kein Video. Das war nicht so optimal. Naja, ist wieder so ein Mongo gegangen. Erstmal gucken, ob hier irgendwo Kisten sind. Vielleicht sollten wir... Wieso sind die Kerzen eigentlich immer so schnell... Bitches, motherfuckers. Nee, ich gehe da den Gang lang. Vielleicht ist da noch irgendwas Sinnvolles drin und deswegen... Ich hoffe, wir begegnen der Bitch wieder nicht. Die Bitch, ich glaube, die sollte irgendwie einen Namen bekommen oder so. Wäre sinnvoll. Ah. Artefakt. No, aber eine Kerze ist eigentlich auch relativ nice. Besser als Gold. Ich meine, von Gold können wir uns auch nichts kaufen, wenn wir hier drin verrecken. Ich hoffe mal, wir verrecken nicht und wir. Jetzt kommt wieder irgend so ein gasbehindertes Mongo-Ding. So. What? Eine Tür? Wehe, die Bitch steht da jetzt. Ich box dich. Ich sag's dir. Anscheinend nicht. Ja, da im Gang wird wahrscheinlich nichts sein, es sei denn... Ich hoffe, wir begegnen der nicht und bekommen nicht so wieder einen Albtraummodus. Der Albtraummodus ist das, wo alles schwarz wird und dich nicht bewegen kannst und ja. Total schrecklich und so. So, was ist hier drin? Ist das... Hier ist überall so Sachen auf dem Boden, okay. Ist hier irgendwas ein Stuhl? Leider kein Artefakt oder vielleicht ist das Artefakt mal als Stuhl... Getarnt wäre irgendwie sinnvoll, wenn wir auch eine Kerze haben machen. Und ja, ey, hier sind so viele Türen in dieser Nacht, ey. Ich weiß gar nicht, wo ich lang gehen soll. Ich hoffe mal, dass es nicht allzu lange dauert. Also, wie gesagt, es kommt drauf an, wenn wir Donnerstag das weiterspielen sollen, dann müssen wir allerdings 2 Nächte schaffen, diesen Part was ex... Fick dich, Bonnie! Bitches! Motherfuckers! Jo. Wir gehen da mal rein. Vielleicht ist da das schon der Ausgang oder ein Artefakt. Ich wäre für zweites Artefakt. Und nicht diese Ja, halt deine Schnauze, behindertes Gemälde. Ich habe keinen Bock auf dich. Da war irgend so ein Gemälde, wo, ich sehe nichts. Ist hier irgendwo eine Kiste? Nein. Dann gehen wir wieder raus. An dem Schrein ein Bild vorbei, warte. Ein Gruß von Thomas. So, wir gehen jetzt rechts. Bonnie, Bitches, Motherfuckers. So, wir gehen mal hier lang. Vielleicht ist hier irgendwo ein Artefakt oder sowas. Nee, aber schleckere Gold. Wieso wird der Ton schon wieder lauter? Ich hasse es, wenn die Töne in Horrorspielen ohne Grund lauter werden. Man bereitet sich dann immer auf einen Jumpscare vor, aber dann kommt nichts und dann... Komm, wenn die Musik leise ist, wieder was und dann willst du ja alles zusammenboxen und dann passiert sowas. Und ja, vielleicht schaffen wir diese Nacht sogar. Wenn nicht, dann gibt es einen Rage Quit von mir. Jo, ist das. Halt deine Schnauze. Ein bisschen habe ich mich erschreckt, muss ich zugeben. Ich hoffe mal, dass mein Mikrofon nicht allzu stark übersteuert, da ich gerade schon wirklich rumbrülle. Heul leise. Bonnie, Motherfuckers. So, ist das eine Kiste? Nein. Hier ist aber eine Kiste. Nichts drin, dankeschön. Hilft mir weiter. Okay, da ist auch nichts. Ton wird wieder leiser. Wenn der Ton leiser wird, kann man sich irgendwie immer auf was vorbereiten. Und wenn ich sterben sollte, ne, habe ich
Es wird zu blöd dann, es wird wirklich zu blöd. What the fuck is this shit, bitches? What the fuck is this shit, bitches? Was war das? Ist mir egal. Alles Hater. Wenn ihr ein Autogramm von mir wollt, was ich eher bezweifle, dann fragt einfach nach. Nee, kein Bock nachzugucken. Ist mir zu blöd. Ist mir wirklich zu blöd, wenn ich danach gucke. Ich will's auch nicht. Ja, komm. YOLO, YOLO. Ah! Bitches! Motherfuckers! Bitches! Motherfuckers! Wir müssen da rein, Leute. Wir haben keine andere Wahl. Aber wenn dieses Viech da wieder sein sollte, ich box dich, ne? Auf rum zu brüllen. Ja, momentan brüllt keiner. Ja. Kiste? Nein. Oh, wir haben eine Kerze. Danke. Ist hier irgendwas? Nein, aber eine Kiste. Artefakt, bist du drinne? Nein, schon wieder eine Joke-Kiste. Ist hier irgendwas? Ja, hier ist auch eine Kiste. Oh ja. Überall diese Fliegen. Wieso ist meine Kerze von alleine ausgegangen? Mann, ey. Ja, die Kerze... Was mir in diesem Spiel nicht so stark gefällt, sind diese Kerzen, die so schnell ausgehen. Ich weiß, wirklich ein großes... einen großen Respekt an den Macher des Spiels. Für diese super Atmosphäre, Bony Bitches. Ja, bissig. Jo, kann sich teleportieren? Läuft bei dem. Großen Respekt an den Macher des Spiels. Wirklich, ist ein nices Spiel. Super Atmosphäre. Kann ich nur weiterempfehlen. Aber nicht für schwache Nerven. Für mich ist auch nicht so besonders das Spiel. Wir gehen einfach mal da lang. Vielleicht ist da irgendwo eine Kiste. Na, komm, Bebe. Gib mir den Raum. Ja, hier ist irgendwas drin, wie es mir scheint. Vielleicht ist hier... Ja, heul leise, Mann, ey. Motherfuckers, ist der Ausgang? Was ist der Ausgang? Da ist irgendwo der Ausgang. Ah, hier ist der Ausgang. Oh, bitte. Nee, heul nicht. Wir haben alle Probleme, aber wir heulen deswegen nicht. Ich habe auch Probleme, dieses Spiel zu spielen. Was ist mit mir los? Wir gehen einfach mal geradeaus. Ich hasse es, an Kreuzungen stehen zu bleiben. Bonnie, hey, what's up, man? Ja, kipp um. Ist nicht mehr witzig. Hey, Bonnie, yo, what's up, man? Ja, kipp um. Ist nicht mehr witzig. wir gehen mal da lang. Wieso atmest du auf einmal so? Ist irgendwas los bei dir, Bruder? Motherfuckers, bitches. Okay, ich höre auf damit. So, wir biegen mal links ab. Ich hasse es. Eigentlich, wenn die Musik leiser wird, denn dann kann man sich nicht so stark auf irgendwas vorbereiten, wenn was kommen sollte. Irgendwie habe ich auch gar keinen Bock mehr, dieses Spiel zu let's playen, aber was sein muss, muss sein. Ich meine, einige haben sich auch gewünscht, dass die SCP weiter spielt. Das Problem ist, ne, ich muss leider mit Camtasia aufnehmen und ihr habt ja gesehen, die Quali ist nicht so besonders knorke. Bony, what's up, man? Hör auf zu heulen, Mann. Ich hasse es. Wenn man dieses blöde Gemälde. Gemälde. Mach mal auf. Ah, wieder nichts drin, ne? So, wir haben eigentlich sehr viel der Map erkundet. Das Glück ist heute nicht auf unserer Seite, dass wir irgendwie Glück haben, das Artefakt direkt auftaucht. Das kann natürlich auch sein, denn das Spiel ist zufällig generiert. Auch das einen großen Respekt, obwohl ich weiß nicht, ob das schwer zu programmieren ist. Vielleicht ist jemand von euch Programmierer, Tim, der Manager, will ja was machen. Kannst mir mal sagen, ob das schwer ist zu programmieren? Würde mich mal interessieren. Oh, hör doch auf zu heulen! Bony, motherfuckers, bitches. And, warte mal, ist hier irgendwo eine Kiste? Oh, lass du hier eine Kiste sein, sodass ich den Weg nie wenigstens... Sei leise. Bony. Verfolgt mich jetzt auch gerade. Ja, ich muss schon sagen, wenn man das am Tag spielt, obwohl sich mein Zimmer zu ein bisschen verdunkelt habe, ist der Effekt ein bisschen weg, aber juckt mich nicht. So, wir gehen hier mal durch. Vielleicht ist hier mal freshes was drin. Gehen wir links lang oder rechts? Rechts, würde ich sagen. Er scheint mir irgendwie besser. Ich weiß auch nicht warum. Wir gehen mal wieder in den Wänden lang. Ich hasse es. Und wenn diese Stühle immer... Ja, kipp um. Kipp um, dankeschön. Das war nicht mal gruselig. Das war nur noch nervig. Bitches, motherfuckers. Ich habe ja ehrlich gesagt gar keinen Bock mehr, dieses Spiel zu spielen. Da steht auch wieder ein Bony. Aber...
Was sein muss, muss sein. Was sie jetzt auch schon tausendmal erwähnt haben. Ich rede gerade mit Stress. Halt deine Schnauze, du beschissener Wichser. Was auch immer du warst. Das war nicht nett. Ich kann nicht mehr. Los, ist hier nur noch was drin. Eine Kerze, wenigstens etwas. Können wir direkt anmachen. Hilf mir. Das kann ich auch sagen. Vielleicht soll ich mir auch selber helfen. Wäre nice. Ach komm schon, Baby. Ich will auch nichts wegcutten. Ich will, dass ihr alles seht. Ich meine, irgendwie hat sich das so gewünscht, dass sie nichts wegcutte. Ich habe ja immer gefragt, ob ich was wegcutten soll. Und ich habe das große Bedürfnis, gerade zu rülpsen. Aber in einem Let's Play, nee. Motherfuckers, bitches, Bounty! Nein, nur Rauch. Immer noch diese Gasleitungen, diese komischen hier. So, wir machen mal den hier und ist hier irgendwas drinne? Komm, irgendwas drinne. Na. Death is only the beginning. Yo, nein, würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, Leben ist gut und mit einem Porsche und... Halt deine Schnauze! Ah! Ah! Nicht rückwärts! Nicht rückwärts! Lauf doch! Oh, hör auf zu schreien, Mann! Das Artefakt, Bitches! Können wir da lang? Nein. Oh, woher kommt die denn? Da kam die her! Los! Run, boy, running! Run, boy, running! Tür zu! Kommst du nicht rein? Nein, mach doch zu! Mann! Ich laufe gerade im Kreis rum, oder? Ich laufe gerade wirklich im Kreis rum. Oh, nein, jetzt habe ich wenigstens einen Ausweg gefunden. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Fick dich! Oh, mach mir keine Angst, mach mir keine Angst. Ich wusste es, dass sie da drin ist, aber ich bin so ein Idiot. Und ich hab irgendwas heulen hören, aber ich wollte ja eine Bestätigung haben. Und das war mehr als lebensgefährlich. Aber wir haben das Artefakt gefunden. Vielleicht schaffen wir es bis in die fünfte Nacht. Wäre wirklich nice. Wenn wir ein bisschen Gold haben hier, Bitches. So, also wenn man eigentlich weiß, dass ein nur ein Ding hier töten kann, ist eigentlich relativ entspannt, das Spiel. Ich hoffe, es stört euch nicht, dass ich gerade so rumgebrüllt habe. War ja lustig. Ja, wir müssen da... Wir müssen ja den Ausgang finden, irgendwie... Blackout? What the fuck is this shit? Ich brenne für dich. Chio, Chio, Chio Chips. Ja, war nicht nice, aber... Oh, hör auf zu heulen, Mann. Bist uncool. Mann, ey. Bitte, lass da einen Ausgang. Bitte, bitte. Der Thomas will nicht mehr spielen. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe echt keinen Bock mehr. Wirklich ist so behindert, wenn ich hier einfach keinen Ausgang finde, Mann. Die Folge wird wieder etwas länger, aber ich will gar nichts weghatten, dass ihr alles seht. Alles seht und das ist eigentlich ein Vorteil für mich, wenn ich nichts weghatte, denn dann muss ich nicht ruhig sein. Wo kann denn überall... Ach, da unten kann auch noch ein Ausgang sein. Wir gehen einfach mal links lang. Die Folge wird sehr lang gehen. Aber ich hoffe, es stört euch nicht zu sehr, wenn ich nicht jede Folge so witzig gestalten kann wie die letzten. Ich finde, in dem Best-of ist es ja eigentlich relativ nett, wenn wir das mal machen, aber sonst ist es eigentlich relativ... Ja, es, vielleicht in manchen Szenen, wo es gut reinpasst, will ich das mal machen, aber sonst... Chio, Chio, Chio Chips. Ich brenne für dich. Ja, der Thomas redet auch noch Anfälle während seines Let's Plays. Wir gehen einfach mal rechts lang gleich. Wir haben noch eine Kerze, leider. Aber ist schön, dass hier immer bei 60 FPS Fraps konstant bleibt. Denn in den letzten Folgen, beziehungsweise in der ersten Folge war das ja immer so, dass immer so bei 30 FPS war. Und das lief dann doch nicht so ganz flüssig, wie es
sein sollte. Hör ich was? Nein. Ich dachte vorhin, als sie kam, ich stehe. Fick dich, Donner! Lutsch mir meinen Sack! Bitte, bitte Ausgang. Ausgang, Ausgang, Ausgang. Ich habe keinen Bock mehr auf das Spiel, Mann. Wo ist denn der Ausgang? Weißt du, wir haben gleich die ganze Map durch. Das Let's Play geht 40 Minuten und... Oh, wenn da nichts drin ist, bitte eine Kehr... Ich brenne für dich. Wo kann denn der Ausgang noch sein? Da oben kann es noch sein. Wir werden jetzt rechts lang gehen, aber ich will da umgehen oben hingehen. Denn da war diese Bitch, die uns bereits erwartet hatte. Aber es kann doch nicht sein. Wir haben beinahe alles von der Map geprüft. Mein Herz macht boom, boom, boom. Und ich will nur noch hier rein. Yo, yo, yo. Ich finde eigentlich Horrorspiele viel schlimmer als Horrorfilme. Horrorfilme habe ich gar keine Angst in. Da muss ich mich nicht selber steuern. Da weiß man ungefähr, was passieren wird. Denn bei diesen Klischee-Horrorfilmen. Oh Mann, das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Wenigstens eine Kehr... Ja, dankeschön. Drücken wir wieder C. Ich habe keinen Bock, immer die auszupusten. Es gibt nur noch einen Raum. Der ist da unten. Da ist der Ausgang. Ich bin mir sehr sicher, gerade bei wieder bei 30 FPS. Wenn man von konstanter Leistung spricht, dann... Gibt's sowas. Ich weiß jetzt, wo der Ausgang ist. Das ist der einzige Raum, den wir noch nicht durchsucht haben. So viel Glück habe ich heute. Und wenn wir diese Nacht wirklich schaffen sollten, dann bin ich überglücklich. Möchte dieses Spiel nie wieder anfassen. Und ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr wollt. Donnerstag STP oder dieses Mongo-Spiel, wo ich nur noch Nervenzusammenbrüche bekomme. Und weiter geradeaus, weiter geradeaus. It's a raining man. Fick dich! Und hör auf, fick dich, Bonnie! Motherfuckers, Bitches, ich krieg jetzt wirklich langsam Nervenzusammenbrüche, also. Es ist nicht mehr weit, das ist wirklich nicht mehr. B, C. So. Ich will eine neue Kerze haben, weil die jetzige einfach nur zum Motherfucking ist. Da lang. Fick dich! Nein! Ich glaube, ich cutte mal weg, wie wir dahin gehen. Ja, hau doch nicht die ganze Zeit gegen die Tür. Ja, wir sind sicher. Ist sie eigentlich noch da? Würde mich mal interessieren. Ich will jetzt auch nicht 600... Ja, Leute. Das Spiel ist abgekackt. Das Spiel wollte nicht mit mir kooperieren, deswegen. Es ist irgendwie abgekackt. In diesem Raum, das war der einzige Raum, den wir nicht durchsucht hatten. Und in dem war wahrscheinlich der Ausgang. Wir waren kurz davor, aber nein. Dieses beschissene fucking motherfucking Mongo-Spiel hat sich dazu entschieden, einfach abzukacken. Und deswegen habe ich auch keinen Bock mehr, deswegen werden wir Donnerstag SCP spielen. Ich hoffe, es stört euch nicht allzu sehr. Wer Dungeon Nightmares cool fand, ja, schade, aber es gibt auch 5 Milliarden andere, die das gespielt haben. Also, jo, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ruhig noch einen Daumen da. Blablabla. Und wenn ihr kein Horrorspiel mehr verpassen wollt, würde ich mich sehr um meine Nummer freuen. Bis zum nächsten Mal, sagt euer Hipster Thomas. Tschüssi. Boom.